Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der JG Kofter und heute haben wir das nächste Problem. Heute fehlen uns nämlich die Tabakwaren und der Alkohol. Und wie ihr seht, ich habe es schon mal in den Einkauf gepackt. Hier bei Kakao und bei den Gewürzen sieht es wieder relativ stabil aus. Kakao ist genau unter der Grenze beim Einkauf. Das heißt, wir sehen hier die Händler, die uns hier auch bei den Einkaufskosten immer etwas verkaufen an Kakao. Und wie kriegen wir jetzt eigentlich Alkohol und Tabak? Nun ja, eigentlich habe ich das ja von vornherein abgesehen, dass wir das hier oben machen, auf dieser großen Insel, eine große Tabak- und Alkoholinsel. Allerdings glaube ich, dass uns das militärisch nicht gelingen würde. Deswegen gehen wir erstmal auf diese Insel hier. Mit Tabak und Weintrauben 100%. Auch nicht schlecht. Wir müssen einplanen, dass wir hier hinten noch ein wenig Gold abzapfen werden. Und die Eingeborenen stören mich hier. Deswegen Angriff. Machen wir hier kurzen Prozess draus. So. Dann noch auf den da bitte. Sehr gut, und dann dürft ihr hier noch vorrücken. Yes. Und da kommt schon wieder das nächste. Yes, sie verfluchen uns. Nicht schlimm. Ich glaube, wir sind ganz guter Dinge, dass wir das schaffen können. So, hier. Ich habe auch mal ein paar Schiffe wieder in Auftrag geschickt, weil wir mal wieder etwas Neues brauchen an Schiffen. Ja, vor allen Dingen hier oben für den Krieg, für die ganzen Soldaten, die wir da oben hin transportieren müssen. Jetzt geht's los mit dem Bau. Und wir stellen hier einfach mal das erste hin. Unser Kontor. Laden hier ein paar Ressourcen drauf und bauen hier auch gleich Kontor 4. Dididim. So. Materialien haben wir, glaube ich, auch ganz gut. Es brennt schon wieder. So, ab nach hier oben mit dir. Und dann werden wir jetzt hier Weintrauben und Tabak anbauen. Die ersten drei Felder sind nun einsatzbereit und stehen dort richtig. So, jetzt mal gucken, was fehlt uns denn am ehesten. Wie ich sehe, Alkohol fehlt uns eher. Okay. Ja. Nehmen wir hier nochmal ein paar Materialien mit nach hier unten. Also, wenn uns Alkohol fehlt, dann bauen wir hier auch erstmal vorwiegend Alkohol an. So. Und dann noch. Ja, wir können. Machen was? Ja, natürlich. So, und jetzt fehlen uns schon mal die Materialien. Da kommen sie noch nicht ganz. Aber hier sind sie. Da ist unser Schiffchen. Sie dürfen uns mal ein wenig Stein abgeben. Und auch Holz. Ja, wir haben noch relativ viele Ressourcen da. Das ist wunderbar. So, hier lang. Da, da, da. Dann da, da. Und da. Und so geht es jetzt hier immer weiter mit dem Ausbau der Insel. Es ist nun einige Spielzeit vergangen und es brennt hier andauernd auf dieser Insel. Mal gucken, was wir mit der hier eigentlich noch machen. Am liebsten würde ich die komplett abreißen, aber unsere Bilanz ist gerade schon wieder im Keller. Aber es ist trotzdem einige Spielzeit vergangen und ja, es entwickelt sich in die richtige Richtung. Wir haben nun hier relativ viel Kakao,
Produktion. Das Schiff hier, nee, nicht das, sondern das hier oben wahrscheinlich. Nein. Also ich habe schon ein Schiff eingerichtet, was hier immer hin und her pendelt und Alkohol, wie wir sehen, und Tabak immer hin und her beliefert. Ja, ich habe zwar hier noch keinen Tabak angebaut, allerdings, es ist das Schiff hier und ihr seht, da war schon mal ein bisschen mehr Alkohol drauf. Und es ist nicht aufgebraucht worden. Das ist wunderbar. Das heißt, so viel wie diese Produktion reicht für unseren jetzigen Stand erstmal aus. Bei Tabak gucke ich mal ein bisschen noch, beobachte. Und ansonsten reicht es auch dann für diese Insel. Und jetzt machen wir weiter mit unserer Bilanz in der letzten Folge. Hier oben rechts seht ihr es nochmal. Mann, das brennt schon wieder. Haben wir ja etwas für unsere Bilanz getan. Und dann tun wir jetzt nochmal was für unsere Bilanz. Hier. Wer übrigens die letzte Folge nicht gesehen hat, der sollte sie sich unbedingt mal anschauen, denn da habe ich mal etwas Neues ausprobiert. Und zwar mit einer Art Timelapse. Und wenn ihr die Folge dann gesehen habt, dann schreibt mal bitte ein bisschen Feedback unten in die Kommentare. Und am besten auch Daumen nach oben, Glocke aktivieren und natürlich auch abonnieren. Daran erkenne ich das dann auch. Vielen, vielen Dank und wie gesagt, Feedback immer da lassen. Ich habe dann mal in einer anderen Map geguckt, wie viel Kathedralen wir eigentlich bauen können. Und da ist mir eine Sache aufgefallen und zwar, wir können nur eine bauen. Was heißt das für uns? Wir sollten diese Kathedrale möglichst gut platzieren, denn wir können nur eine bauen. Am liebsten würde ich die hier so irgendwie in den Trakt mit einbauen? Fragezeichen. Ja, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Das heißt, wir verlegen hier ein so ein Steinmetz nach hier. Den reißen wir ab. Dann kommt das hier weg. Das, 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 das. Und hier kommt unsere Kathedrale hin. So, das können wir gleich machen. Am besten ich reserviere mir das auch schon mal hier. So, so. Das ist dann so meine Reservierung und so werde ich jetzt hier mal die ganze Stadt ausfüllen, so wie ich es mit der anderen Stadt hier auch schon gemacht habe. So, wieder ein wenig Zeit ist vergangen und alle Gebäude müssten jetzt hier stehen. Ich habe hier mal die Liste aufgehabt, das heißt, wir haben Hochschule, haben wir Badehaus, da im Zentrum. Theater haben wir dort. Dann Feuerwehr haben wir dort hinter der Kirche und dort oben. Dann haben wir als nächstes Wirtshaus, da, da und da. Arzt hier zentral drin. Schule brauchen wir nicht, da wir Hochschule haben. Und das war's auch schon. Jetzt kommt allerdings der entscheidende Moment und das ist die Kathedrale. Die große Kathedrale, obwohl, das heben wir uns zum Schluss des Videos auf. Jetzt machen wir erstmal die normalen Wohnhäuser. Das war schon gleich falsch. Sehr gut. Das heißt abreißen. Und jetzt wird hier erstmal jedes Feld bestückt. Mensch, warum geht denn der schräg? So, so, so. Jawohl, jetzt. Jetzt haben wir es doch. Jetzt haben wir den Dreh raus. Da oben passt noch eins hin. Hier passt noch eins hin. Da passt leider keins mehr hin. Da auch nicht. Naja, genau. Das passt da auch nicht hin. Eins, zwei. Der da hinten könnte nicht gelöscht werden. Machen wir aber trotzdem und setzen hier dann noch so zwei Anleger hin. Dann setzen wir hier noch einen Abreißer hin. Dorthin, dort, dort. Die beiden Wege machen nichts. Dorthin. Der muss sein. Der auch.
So, dann geht's hier um weiter. Dann geht's hier unten weiter. Wir müssen auch immer so ein bisschen auf Holz noch mit achten. Aber ich glaube, Holz. Ja, wohl. Und da ist unser Holz schon alle. Ja, Holz ist wieder da. Ohne Cut diesmal. Wow. Und so haben wir es eigentlich schon fertig, oder? Ich glaube schon. Hier könnten wir noch hinsetzen. Ja, da muss die Feuerwehr aber einen großen Umweg fahren. So hin, so hin, so hin. Okay, nicht schlimm. Das machen wir dann trotzdem. So. Mehr geht dann aber auch wirklich nicht. Wir können noch hier bei der Hochschule nachdenken. Ich glaube, da können wir das auch machen. Yep. Und dann natürlich auch hier, aber das lasse ich erstmal sein. So, wir haben hier unsere Pioniere. Ja, was kommt jetzt? Es brennt. Ich hoffe nicht bei uns. Nee, sieht nicht so aus. Oh, gleich zweimal. Und los geht's. Ihr seht ihr dann jetzt wieder eine kleine Timelapse. Timelapse, viel Spaß euch. Jetzt weiß ich übrigens, warum ich das beim letzten Mal hier immer Schritt für Schritt gemacht habe. Denn ihr habt zwar gerade eine schöne Timelapse gesehen, allerdings seht ihr auch, dass die Häuser hier immer gleich hochgehen. Das heißt, es wird wahrscheinlich so priorisiert, die größten Häuser updaten sich zuerst. Deswegen habe ich das immer Schritt für Schritt gemacht. Aber ich cutte euch jetzt mal rein, wenn das hier wirklich fertig ist. Und dann freut euch gleich die Kathedrale. Eure Stadt hat eine Größe von 4000 Einwohnern erreicht. Das ist der nächste Zwischenstand. Und es sieht ziemlich, ja, durchwachsen aus. Also es ist ziemlich gemischt von Pionieren zu Siedlern zu Bürgern. Und es fehlt an Kakao. Und dann Kaufleute, da ist ein Kaufmann und da Aristokraten. So, etwas Zeit ist wieder mal vergangen. Es sind nicht alle hochgegangen auf Aristokraten. Ihr seht schon, wir haben jetzt schon große Mängel. Erstmal Nahrung, großes Problem, Tabak und Kakao. Alle drei Sachen sehr, sehr wichtig, alle drei Sachen sehr, sehr mangelhaft bei uns gerade. Und deswegen können wir jetzt noch nicht hochgehen. Allerdings
können wir trotzdem schon die gute Kathedrale bauen. Und darauf habt ihr alle gewartet. Los geht's. Ja, und jetzt sollten die etwas geboostet sein, soweit ich das weiß. Und mal hoffen, dass die jetzt diese kleine Nahrungskrise durchhalten. Ah ja, genau, wir sehen es hier schon, dass die geboostet sind. Ich hatte ja hier den Pfeil ziemlich weit oben, hier ungefähr. Und jetzt ist er nach hier unten gegangen. Wir können jetzt viel mehr Steuern von denen verlangen. Das meine ich mit geboostet. Und hierum wird es dann in der nächsten Folge gehen. Denn wir haben ja schon gesehen, Nahrung ist ein großes Mangel. Deswegen, wir werden da wieder eine Nahrungsinsel hinzaubern müssen. Und dann auch für Kakao und für Tabak sorgen. Für Tabak habe ich jetzt schon einen kleinen Teil hier angefangen, auch mit Schmuck und allem Pipapo. Allerdings wird das nicht ausreichen. Deswegen, da werden wir dann mal gucken. Und für diese Folge war es das schon. Die nächste Folge findet ihr hier rechts. Bis dahin sage ich aber erstmal, macht es gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt an das Feedback. Und bis dann. Bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.